So, meine Guten, ich wünsche euch einen schönen guten Tag. Es ist 12 Uhr. Wir legen los. Also, wir fahren ja heute wieder nach Dingolfing. Abladen, laden und wieder hier hoch und Feierabend, Wochenende. Also, wir machen das hier wieder mit dem ganzen langen Dings hier. Seht ihr ja hinter mir. Hört nicht auf, das Vieh da hinten. Also, meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mich begleitet und mir die Zeit vertreibt. Und ja, legen wir mal los, oder? So, meine Guten, jetzt legen wir los. Nein, soll es da unten, haben sie gesagt. So, also erstmal auf die Autobahn. Ach, da oben steht ein Vogelkäfig. Habe ich jetzt erst gesehen. Da oben steht ein Vogelkäfig auf den Steinen. Müssen wir mal gucken, falls wir die Tour nächste Woche wieder fahren, müssen wir mal gucken, ob ich ihn euch zeigen kann. Den Vogelkäfig. Ralf und Silvio, Tim und Peter, stand auf dem Auto gerade hinten drauf. So, den da unten lassen wir durch. Freunde, dann wollen wir mal ins Weltgeschehen wieder eingreifen. BMW will Autos bauen. Das sind ja Teile für Elektroautos, die wir hier von Dingolfing nach Leipzig schaffen. Das sind so, naja, die nennen es Treibstrukturen. Früher haben wir Fahrgestellrahmen dazu gesagt. Aber das muss jetzt alles auf Englisch sein. Also fahren wir jetzt Treibstrukturen. Also sprich Fahrgestellrahmen, die werden in Dingolfing hergestellt. In Frankenberg werden sie noch einmal veredelt, irgendwie Oberflächen veredelt. Und dann kommen die von Frankenberg nach Leipzig ins BMW-Werk. Und der Spätschicht, also ich, fährt die Dinger von Dingolfing, also erst einmal ins Leergut runter nach Dingolfing, dann die Treibstrukturen von Dingolfing nach Oelsnitz. Dann geht der Frühschicht drauf in der Nacht. Weiß nicht genau, wann der losfährt, so um 3, halb 3, um 3 Uhr rum. Und schafft die, die ich geladen habe, schafft der nach Frankenberg. In Frankenberg lädt er die ab, lädt dort die fertigen, die nach Leipzig kommen können, die fertig veredelten, fährt die nach Leipzig, lädt ab, lädt Leergut und fährt wieder nach Oelsnitz. Und dann übernimmt die Spätschicht wieder das Auto. So ist der Werdegang bei der Tour. Normalerweise wechselt das dann immer in der Woche, aber ich weiß nicht, wie das jetzt diese Woche läuft oder nächste Woche, das werden sie mir schon noch sagen. Irgendwas werde ich dann schon noch erfahren. Hängen aber dunkle Wolken über Tierstellen.
Oder ist das Höchstadt? Ne, ich denke, das ist Tierstein. Tierstein ist dort und Höchstadt müsste dort sein. Höchstädt. Oder ist das Höchstädt? Keine Ahnung. Jedenfalls hängen da dunkle Wolken. Nee, das ist Tierstein da drüben. Höchstädt ist da drüben. Das ist Tierstein. Naja, je weiter ich nach Süden komme, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schneit, haben sie gesagt. Ne? Bis in die Oberpfalz. Da ist Höchstädt. Das war Tierstein. Jetzt haben sie noch keine Behinderungen angesagt und auch noch keine gezeigt hier bei mir. Schau mal, wie schön das läuft jetzt hier. Passt mal auf, hier rechts zwischen den Ausfahrten steht der Blitzer. Hier, jetzt. Da ist er. Habt ihr gesehen? Ein paar graue Anhänger. Zwischen der Ausfahrt und der Auffahrt Frauenricht. Beiden Frauenricht steht er und lauert der Sack, nee, der Anhänger. Den haben sie schon die ganze Woche da stehen. Ich denke mal, den werden sie noch eine Weile stehen lassen. Wir können es ja noch eine Woche beobachten. Ich habe nämlich gerade Info bekommen, was wir nächste Woche machen. Wir fahren dieselbe Tour noch mal. Auch wieder Spätschicht. Also Ausschlafen angesagt. Freunde der guten Unterhaltung. Könnt ihr lange schlafen, fangen wir erst Mittag an. So wie diese Woche. So. Dreiviertel vier rum sind wir unten. Das ist eine gute Zeit. Da sind wir auf jeden Fall spätestens um fünf wieder raus, wenn der Christian kommt. So ist es. Also fahren wir nächste Woche nochmal Dingolfing. Ganze Woche. Na, merkt ihr was? Je weiter wir runterkommen, umso schlechter wird das Wetter. Ach, hier bremst die Polizei schon wieder alle aus. Müssen sie wohl wieder irgendwelche Sachen zusammensammeln. Das machen die ja immer, wenn sie irgendwelche Teile, wenn sie gemeldet kriegen, dass irgendwas auf der Autobahn rumliegt, irgendwelche Bretter, Reifen, sonst irgendwas, dann fahren die immer mit ihren Streifenwagen in der Mitte von der Autobahn, Blaulicht an, den Schild an, nicht überholen,
und dann bremst es den ganzen Verkehr aus. Und so haben sie es jetzt auch gerade gemacht. Liegt wahrscheinlich wieder was auf der Autobahn. Naja. Na, jetzt kommt Freude auf. Naja, Freitag heute, ne? Baustelle Freitag, alles klar. Gibt's ja keine Fragen, oder? Naja, wenn ich 10 Minuten später bin, bin ich 10 Minuten später. Ist auch nicht schlimm. Damit kann ich auch leben. Dann muss der Christian halt warten, wenn er eher ist. Kann ich es auch nicht ändern. Das ist wieder nur die Einfädelei da vorne, wette ich mit euch. Das ist die Baustelle da vorne bei Schwandorf. Ich sehe doch schon die Schilder zum Einfädeln. Kriegen sie es wieder mal nicht hin. Ach, Mann. Bestimmt hat es auf der Autobahn gerade gescheppert. Ist nämlich gerade der Notarzt und ein Rettungswagen hier durchgepfeffert mit Blaulicht und eilig Fahrt. Ja, bei dem Wetter ist das auch kein Wunder. Da knallt es ja öfter mal. Hoffentlich nicht auf dem Stückchen, wo ich dann fahren muss. Das wäre blöd. Weil genau in die Richtung sind sie nämlich gefahren. Zumindest der Notarzt. Der Rettungswagen war ja dann hier schon auf der Landstraße. Wo der kam, das ist bestimmt der von BMW gewesen. Könnte ich mir vorstellen. Naja, werden wir sehen. Wozu haben wir ja Zeit.
hetzt uns ja niemand zum Wochenende. Und Fahrzeit und Schichtzeit haben wir ja genug. Ich habe ja diese Woche nicht einmal 10 Stunden gebraucht und 15 Stunden Schichtzeit. Alles noch offen. Alles noch zum Benutzen. Wenn wir eine Stunde später zu Hause sind, sind wir eben eine Stunde später zu Hause. Das reißt es dann am Ende auch nicht raus. Duschel will doch auch dahin, wo ich hin will. Da vorne der Rote. Garantiert. Hier gibt's Grillspezialitäten und ich kann nirgends halten. Oh Mann. Das ist doch nicht schön. Viehbach sind die. Schau an. Das ist hier vorne, wo der Autohof ist. Naja. Der Dings müsste frei sein, der Halle. Wenn nicht ein außerplanmäßiger LKW gekommen ist, wie gestern beim Christian. Kurz bevor der Christian kam, kam ein Sattelzug mit Leergut und hat abgeladen. Ich war gerade raus, da ist der Ney. Und 5 Minuten später kam der Christian. Das ist dann natürlich ärgerlich, ne? Drinnen machen welche Probe sitzen auf der Schaukel. Ist leer. Sehr schön. Also Freunde, der Bus steht ja auch schon ewig hier. Bis später. So. Jetzt. Geschneit bin ich ja, gut. Können wir losmachen? Scheiben habe ich geputzt, Spiegel habe ich geputzt. Halt. Na dann wollen wir mal. Sehr schön mit frisch geputzten Spiegeln. Ach, das ist doch wunderbar.
So, dann lasst uns mal losdüsen. Schneefall haben sie gemeldet. Da wollen wir noch oben sein, oberhalb der Donau, bevor der kommt. Aber ich denke mal, der wird noch weiter hochgehen. Das heißt also, wir müssten oben sein, bevor es überhaupt losgeht. Ja, na klar. Vor der Kreuzung doch überholen. So, Freunde, ab auf die Autobahn. Drei Grad haben wir. Das geht ja noch. Und? Hast mich überholt und jetzt stehst du hier. Ha! Wie war das mit der nächsten roten Ampel? Ja. Das ist klar. Was blinkert denn da vorne schon wieder? Nichts, was uns betrifft. Nö, geht uns nichts an. So, dann mal los auf die Autobahn. So, Freunde, das Wochenende naht. Das Wochenende hat eine Naht. Los geht's. Noch 4 Stunden, dann haben wir Wochenende. Hoffe ich. Wenn nichts dazwischen kommt unterwegs. So, und dann machen wir einen kurzen Stopp. Ich würde sagen, so 5 Minuten. Einmal ums Auto laufen. Und dann eine Trinkflasche rausholen, eine neue. Ich habe Durst. Durst wie eine Bergziege. So, mal gucken, ob die Schwerlasttransporte und Großraumtransportparkplätze schon wieder alle voll sind hier. Sieht fast so aus. Ne,
hier, ne, klar. Da bleibt man gleich hier rechts stehen. So. Da bleibt man gleich hier rechts stehen. So. Na dann. Eine gute Stunde haben wir noch. Dann sind wir zu Hause. Ja, man muss sich halt hier dann daneben stellen, wenn hier überall die Parkplätze für Schwerlasttransporte voll sind. Gut, hier wäre jetzt ein Platz gewesen, aber das kann man ja vorneweg nicht wissen. Ne? Ja, mit dem langen hier kann ich mich ja nur auf so einen Großraumparkplatz stellen. Da passe ich ja nicht auf die normalen Parkplätze damit. Das geht ja nicht. Ja, wir sind ja nur ein paar Minuten stehen geblieben. Da geht es schon mal, dass man sich da so rechts hinstellt. Übernachten würde ich so nicht, aber obwohl, vielleicht doch auch. Weiß ich nicht. Ich habe ja da nicht, ich tue ja da niemanden behindern. Ich würde ja dort niemanden behindern, aber wenn es zu vermeiden wäre, würde ich es vermeiden wollen. Aber mal 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten sich da hinstellen, das geht schon mal. Das kann ich verantworten. So, meine Freunde, Feierabend, Schluss, aus die Maus. Wochenende macht der Klaus. Also, wie ich schon gesagt habe, wahrscheinlich nächste Woche wieder dieselbe Runde. Ich brauche bloß noch die offizielle Bestätigung von der Dispo. Aber die halboffizielle Bestätigung von meinem Schichtkollegen habe ich ja schon. Also gehe ich mal davon aus, dass das stimmt. Das heißt, wir fahren also nächste Woche dasselbe, wie wir es diese Woche gefahren haben. Oelsnitz, Dingolfing, Oelsnitz und fangen erst Mittag um 12 an. Also, dann genießt das Wochenende, genießt den Montagvormittag und Stau- und knitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Schönen Abend noch, gutes Nächtle, schönes Wochenende und bis Montag hier an dieser Stelle wieder. Tschüss. Na, ist euch schlecht geworden? Sieht lustig aus mit der Mütze hinter mir, ne? Die wackelt und schaukelt. Wenn ich mich so setze, sieht's aus, als ob ich die aufhab. Hehe. Ja. Ach, genug gealbert. Jetzt ist Schluss, jetzt ist Wochenende. Tschüss.